Du kannst mit dem Held nicht einfach durchrasieren, nur weil du ein Held bist. Du musst trotzdem aufpassen. Und das finde ich dann wiederum cool. Auch wenn ich schon mal bei Anakin Skywalker bin, dann können wir es auch gleich ganz durchziehen. Also du kannst gerne, wenn du willst, wieder Han Solo spielen. Der ist halt echt extrem gut. Achso, du spielst den Obi-Wan, das ist auch okay. Nö, kann ich aber, ich kann auch Han spielen. Meister. Meister, wo bist du? Obi-Wan ist halt mein absoluter Lieblingscharakter aus dem Film. Also mal abgesehen von Boba Fett, mit dem er sicherlich auf einer Stufe steht vielleicht, bei mir persönlich. Aber Obi-Wan war schon immer mein Lieblingscharakter in Star Wars. Also das wechselt ja immer mal so ein bisschen, ne, dass du so Favoriten hast, gerade je älter du wirst und so. Aber ich fand damals Alec Guinness als Obi-Wan war schon mein absoluter Lieblingscharakter immer. Und es ist, als Ewan McGregor gecastet wurde für Episode 1, habe ich so krank gefeiert, weil ich, da gab es ja nur eine Handvoll Filme vorher mit ihm. Man kannte ihn ja nicht so krass. Trainspotting und so, ne? Und ich kannte ihn halt aus ein, zwei Filmen und hab nur gedacht, Digga, wie geil ist das denn? Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi. Und also damit ist der Charakter mir nur noch mehr ans Herz gewachsen. Ist auch einer meiner absoluten Lieblings-, also mein Lieblings-Star Wars-Charakter, period. Auch in der Serie Clone Wars und sowas, da kommt er ja auch nochmal vor. Rebels hat er den besten Auftritt ever, ohne zu spoilern, aber ihr solltet euch echt Rebels angucken, wenn ihr es nicht gemacht habt. So, erste Staffel ist ein bisschen zäh, aber lohnt sich. Ich weiß, du magst ihn, aber ich bin kein Fan von Kylo Ren, Alter. Ich finde, das ist das Beste mit an den neuen Filmen gewesen. Auf seinen Charakter. Links ist es. Ja, ich werde direkt vom Maul angeschaut. Cool, ich bin erstmal gefrozen. Ein unmittelbarer Verlust für die helle Seite. Mal gucken, wer besser spammen kann. Er. Oh, 3 HP hat er noch gehabt. Wow. Ja, Kylo Ren ist so ein Berserker-Charakter hier. Also der macht halt richtig Aua. Okay, ich bleib mal lieber bei euch. Darf wieder übel low. Wir hatten auch gerade eben schon wieder einen weniger, hat gerade erst wieder aufgefüllt. Aber ich muss erstmal zu euch kommen. Drei Sith sind echt nicht so viel. Ich brauch da. Bin da, bin da, bin da. Achso, du bist. Lol. Ah, wir haben BB-8, lol. Ja, keiner greift ihn an. Beste Typen, Alter. Der Vader stand hier halt mittendrin, schön gestunt. Schön. Oh, Maul ist bei mir. Ja, sorry, ich musste erstmal gucken, wo du überhaupt stehst hier. Völlig alles gut, ich hab halt eine Concussion abgekriegt, deswegen war ich ziemlich lange weg. Wir sind auch ein bisschen besser. Kann noch kommen. What? Leute, ich wollte gerade sagen, Alter. Haltet die Augen nach Fallen offen, okay? Oh, da kommt ein Boba Fett angeschwebt. Okay, irgendwie funktioniert mein Dings nicht so richtig. Vielleicht tötest du mich ja. Versuch es. Ich hab mich in der Luft eingefroren und kam dann nicht an mich ran. Unterwerft euch. Ich brauch dringend Hilfe, Alter. Ah, das war's mit meinem Blocken. Na, warte, ich muss kurz Ausdauer regenerieren. So, bin wieder am Start. Gib ihm! Nice. Oh, das war knapp, Alter. Was, den Vader zieh ich mal ran. Oh, hinter uns ist ein Boba. Ja, 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 ja. Ach, ich bleib bei dir. Ich hab halt kaum noch Lebenspunkte. Ja, Han Solo ist auch bei mir ganz weit vorne, muss ich sagen. Ich weiche keinen Meter zu. Ich helfe dir dem Team. Hm, jojo, alles gut. In der Nähe. Das reicht. Oh, ich bin da über die Konkurrenz. So dead? Nee. Die Reichweite ist so sick, Alter. Oh, nice, Alter. Die Kombo. Ja. Links von uns. Gerade erstmal will ich, wo links ist, Luli. Sogar zwei. Beginnt mit dem Angriff. Kylo hat zwei Headshots. Na!
Ja, das war dumm. Das war von mir leider dumm. Oh Gott. Schieß mich immer aus der Map raus. Ewok hat es auch geil, ja, das stimmt. Ja, die haben schon ein paar nice Sachen hier in dem Game auf jeden Fall. Ich bin down. Jojo, ich muss trotzdem ja den Mates hier kurz helfen. Ich bin bei dir. Nein, hat nicht gereicht. Nice. Erstmal trennen die Jungs. Schön. Wieder unten. Fette. Ja, das war's. Gibi. Nein! Du bist genau in dem Moment weggesprungen, als ich dran kam. Ja, ich bin gesprungen. War es nicht wirklich. Glaube ich. Eher gezogen. Alleine. Ja, ich versuche irgendwie hier dem Fight hinterher zu kommen. Das ist gut, Vaderboy, Alter. Entspann dich mal. Ey, Kylo will mich. Nee, der macht hier gar nichts. Der hat hier nichts zu melden in dieser Ecke. Auf seiner eigenen Starkiller Base. Oh. Marvin. Der Bibi kämpft gegen den gegen zwei. Schade. Etwas zu spät. Da kommt der Palpatine. Oh, links von mir. Rechts von mir. Ich zieh den Imperator. Gib ihm! Nice! Oh, ich bin. Ja. Hat er gut abgepasst, der Emo-Boy. Ah, fuck, der hat gerade geblockt. Oh, shit. Okay, das war mies. Der macht einen Damage, der Kylo. Das ist so insane. Das ist genau wie Count Dooku. Der kloppt halt auch dich richtig weg. Ich komme. Halten Sie durch, Sir. Dass man nie weiß, wo die landen, Alter. Oh, von hinten. Oh. Boah, wieder. Jetzt habe ich ihn schön gerettet, den Vader. Von Maul wegzurennen ist auch, als ob ich versuche. Nee, das kannst du knicken. Also, hast du keine Chance. Kannst höchstens versuchen, ihn. Irgendwie zu stunnen. Ich kann euch hinterherzukommen, weil ihr springt dann halt alle weg. Ja, nee, wir müssen eigentlich bei dir bleiben. Also, wir machen das leider gerade nicht so klug. Ach, nice. Palpatine. Ja, ich wurde leider weggeschmissen schon wieder hier. Ist halt ein Flugsimulator eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, das Game. Den krieg ich. Hey, was war das denn gerade? Oh, nice, nice. Oh, BB-8 hat auch wieder Gesundheit. Geburtstag, Gesundheit. Hat er Gesundheit, der BB-8, du? Weißt du, wer ich bin? Ich hab doch angegriffen, haben die das gepatcht oder ist man nicht mehr? Nice, gute Idee, mein Junge. Ach, jetzt haben sie gewechselt auf Grievous. Grievous. Ja, wahrscheinlich, weil er denkt, dass er dann besser spielt, wenn er einen anderen Helden nimmt. Hinter uns kommt da. Als nächstes blendet er sein Team. Nice, wo bist du? Da. Da vorher, da kommt hier mit Hälfte jemand. Rechts von dir? Nice, das war's. Oh, nicht schlecht, Alter. 18 Kills letzter, das kann man schon mal machen. Ja, sind auch wieder direkt raus. Direkt Rage Quit. Aber der Mode macht schon Bock. Ja, Maul geht klar. Ich spiel jetzt mal Everyone's Favorite. Aber Vader macht halt echt zu krank Bock. Das ist zu gemein. Das darf man nicht. Hatte schon kurz überlegt, den guten Sir Christopher Lee. Christopher Lee? Ja. Ja, ich glaube, ja. War auch. Ist er, lebt er noch? Nee, leider nicht mehr. Das war ein geiler Typ, Alter. Der hat sogar eine Metalband gehabt. Der Typ hatte alles. Der war alles. Ja, der war Mann. Agent, der war Star Wars. Ja, der war Dracula, er war Star Wars, der war alles, er war Saruman. Er hat einfach die besten. Er war Englisch. Er hat die besten Typen, die jemals in irgendeiner Geschichte vorgekommen sind, immer einfach gespielt. So gut. Und wie gesagt, einfach eine Metalband gab der Typ.
Ja, er konnte auch Deutsch, ne? Genau. Also eigentlich eine Legende. Mhm. Absolut, Digga. Er hat das Leben gelebt. Der hat das Live mal komplett einmal durchgespielt. Ja, mit den Blasterhänden rollen wie ein Mobs, aber du darfst auch rollen nicht spammen. Du musst halt irgendwie so ein bisschen versuchen zu predikten, wann sie ihre Skills benutzen hier. Weil sonst wartet der intelligente Lichtschwertkämpfer einfach nur ab. Okay, also um Boba muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, tatsächlich. Der kommt eigentlich alleine klar, wenn der einigermaßen was taugt. Den kommst du dann nicht hinterher. Stimmt, das ist ein Bibi. Alle gefroren. Was ist hier vorne los, Alter? Luke Skywalker will unserem Grand Boss ans Leder. Hey, der lebt ja immer noch, oder was? Der Skywalker ist auch so broken, Alter, der Luke. Oh, guck mal, da ist ein Lando. Und er landet genau vor meiner Nase. Schön. Ich finde auch die Stimme so geil, ne? Von Kylo Ren, muss ich echt sagen. Gerade mit der Maske. Hat einen sauguten Synchronsprecher bekommen. Auf Englisch klingt der auch cool. Eigentlich ein übelst geiler Charakter. Ganze Movement und so. Optik. Sie haben das einfach verkackt, Alter. Sie hätten sich einfach aus dem, was sie hatten, mit dem ersten Film was richtig Geiles überlegen sollen und es nicht dreimal wieder umändern, wie so kleine Kinder, die sich streiten, die Regisseure von den Filmen. Man kann doch Laserschwertschläge aufstocken, oder? Was, mit dem Lichtschwert selber? Ja. Allerdings, während du ausweichst, glaube ich, blockst du nicht. Und manchmal, wenn du so an der Kante glitscht oder so, geht's auch nicht. Also man muss da echt vorsichtig sein. Du hast ja auch eine Ausdauerbalken. Du kannst auch Dings hier, Force Moves und so blocken. Ja, die sind halt da oben drauf, ne? Die spielen halt gerade ihre Blaster. Ja, also wir zerschnetzeln die hier gerade. Na, oben. Ach so, ja, der Lando da oben. Okay, ja, ich verstehe. Ich konnte halt nichts machen, weil die oben mich abgeschossen haben und der Typ hat mich halt verprügelt. Aber das ist nicht unsere Aufgabe eigentlich. Das war es ja in den Jahren. Soll ich noch ein Ding spielen? Naja, so wenn unser... Alter, was macht der Lando denn, Alter? Okay, anstatt oben sicher zu spielen. Ach, ein Chewie ist auch noch da oben. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall wenigstens einen Blaster hin, der ein bisschen was wegsniped da. Also ich beschütze dich gerne. Na, da kommt Obi-Wan und... What? Greif mich an. Nur als ob er außen rum mit seinem scheiß Move, Alter. Ich stirb, ey. Da habe ich leider mehr Leben als sie, Sir Kenobi. Ich höre den Bowcaster schon wieder. Ja, Chewie ist immer noch da oben. Ah, was ist denn das? Ach, das, Digga, wer spielt denn mit der Han Solo Skin mit diesem Gammel Skin aus dem Film? Ja, die sollten Dave Filoni machen lassen, auf jeden. Der weiß, was gut ist. Mal gucken, wie jetzt Book of Boba Fett wird. Ich bin echt krass gespannt drauf. Was ist denn das für ein nudelarmiger Lichtschwertangriff hier, Alter? Alter, dieser Chewie geht mir da oben. Ja, ja, der zählt da oben nur rum. Da unser Boba nichts mitging. Verstehe ich allerdings auch nicht, muss ich sagen. Aber ich gehe jetzt mal rein da und gucke, wir liegen ja eh vorne. Na ja, der war auch ein gutes Kit dafür, das.
Alter Schwede, ey. Schön. Der lebt ja immer noch, Alter. Ja. Probier das die ganze Zeit, Alter. Da muss man aber auch schon mal Respekt haben, wenn man das so durchzieht. Jetzt gut. Ja, alle. Danke, Boba. Hä? Er hat mich nicht mal geschlagen. Tötet. Schlägt nach Richtung. Mama macht er nicht schlecht, der Han Solo. Nee. Schön. Ja, 22 zu 10 kann man wohl mal machen. Doch sind alle da. Ich bin begeistert. Ha, Rip. Aber dieses Lichtschwert fliegt aber auch komisch, finde ich. Das fliegt nicht da, wo ich hinziele. Was spielst du? Es gibt Karten, da wirft er es anders. Also er wirft es ja bei dir wahrscheinlich gerade so eher hochkant, hätte ich fast gesagt. Also vertikal. Man kann es auch horizontal werfen, wenn man irgendeine Karte ausrüstet, glaube ich. Die verteidigen halt, ja, okay. Ja, okay. Aber ja, also Mauls Schwert zum Werfen ist ein bisschen tricky am Anfang. Da kommen einfach drei Jedis vom Himmel. Als ob er mich wegboxt, dieser Pimmel, Alter. Stirb. Ach, du willst auch noch eine? Nein! Skywalker zu stark. Skywalker zu stark. Jetzt machen die halt genau das, was wir letzte Runde gemacht haben gerade. Aber wir gewinnen immer noch. Ja, kein Problem. Wir müssen, das Problem ist, wenn man einmal getrennt ist, musst du halt wieder dich zusammenrotten, ne? Wenn du dann wie so Entenmarsch immer wieder reinläufst in den Gegner, ist natürlich schlecht. Die lassen sich hier alle von Chewie vernichten, wie es aussieht. Also der Anakin spielt schlecht, der spammt auch noch rein. Oh, das ist so angenehm, wenn sowas klappt. Schön reinziehen und zack! Ihr seid wahrlich ein Zwerg. Ich bin die Waffe, die du hier geschossen. Das nervt so hardcore, der da oben, ne? Counter-Spam gegen Kylo kannst du vergessen. Das darfst du nicht machen, Alter. Das bringt dich nicht weiter. Der war halt so am Geiern auf mich. Ihr habt ihm alle in den Rücken geschossen und er hängt da. Ich muss töten! Muss den Emo töten! Nice, schick, schick. Auch nice. War nicht so meine Runde, Alter. Die Map war ein bisschen kacke für mich, finde ich. Hast schon alles richtig gemacht. Wieso der Gegner am meisten Punkte hat, weiß ich allerdings nicht mit seinen 13 Kills. Wahrscheinlich viel Schaden gemacht. Wird der Chewie gewesen sein, der da oben gestanden hat. Ja, wahrscheinlich. Kannst du gut haben. So, mit Vader rasieren wir jetzt ordentlich durch. Und dann spielen wir auch gleich einen großen Modus. Ich war schon immer schlecht mit dem. Wird schwierig, wenn du dunkle Seite spielst. Kylo ist richtig gut, Maul ist gut. Ja, ich probiere mal Maul aus. Ansonsten kann man auch den Grievous gut mal empfehlen, der ist auch richtig broken. Ja, Grievous auch, ja. Aber wenn du Dings Helden gerne spielst, ist Bossk auch sehr geil, also Blaster-Stuff. Boba mag ich. Ah, Boba ist auch cool. Wobei, Boba haben sie gut genervt. Ja? Ja, ja. Der war, also früher hast du den ja gar nicht. Also der, du hast ihn nicht erwischt und dafür hat er dich aber easy gekillt. Jetzt erwischst du ihn eigentlich nicht mehr, trotzdem nicht mehr. Aber er killt dich halt nicht so easy. Auf engeren Maps kloppen die halt einfach auf dich drauf und man kann nicht mehr blocken, weil man keine Ausdauer mehr hat. Ja gut, wenn du natürlich nur da stehst und versuchst, vier Leute für immer zu blocken, geht's natürlich nicht. Du musst natürlich mit Movement arbeiten. Und dich nicht in der Ecke drängen lassen. Schon klar, dass es Situationen gibt, wo das scheiße ist, aber wie gesagt, 1 gegen 4 kannst du in einem skillbasierten Game nicht gewinnen, wenn die nicht völlig Banane sind, die Gegner. Der sieht voll nice aus, abgescaled, Alter. Kann ich mal sagen. Echt ein sau gut aussehendes Game. Immer noch. Links ist, das war ja mal gar nichts, Alter. Ja, nice. Ihr konntet meinen Meister ebenso wenig stoppen wie mich.
Schön den dummen Skywalker gleich weggemacht, Alter. Aber Skywalker regelt das hier schon dann. Wo ist denn hier das da? Ihr könnt mir nichts anhaben. Den Lichtschwertwurf habe ich mal gar nicht drauf, Alter. Oh, schön erst dann. Wundervoll. Lass mal hier meinen Blaster-Kollegen in Ruhe, bitte. Danke. Wir müssen einfach nur die Aldi hier beschützen. Die ist richtig OP. Schwäne sind nicht so clever, ne? Das nervt hier am Rand zu kämpfen, weil das Bild immer grau wird, ey. Boba brauche ich. Ah, Alter. Ihr könnt euch nicht verstecken. Wir können das doch bestimmt zivilisieren, Baby. Yoda finde ich gut. Yoda ist cool, ja. Die sind alle recht gut. Also jeder hat so seinen Spielstil. Wenn man mit Dooku um kann, ist der auch richtig nice. Da schwebt ein Skywalker frisch zum Pflücken. Deine Verbündeten verlassen dich. Ich bleib halt bei der Blaster-Tussi hier, ne? Die hat halt keine Chance alleine. Der hat richtig Tunnelblick, der Yoda, Alter. Schöner Stun, hat sie nice gemacht. Die spielen nicht schlecht. Schön. Siehst du, guck mal, ein bisschen Teamplay. Geht das schon? Nice. Das ist Chewie. Eigentlich töte ich den ja ungern, weil ich Chewie liebe, aber... Oh, Luke. Nope. Goodbye, Luke. See ya. Oh, das ist so geil, wenn das Pferd zurückkommt, Alter. Das macht so viel Damage. Ich sehe jetzt mal Leia. Sei dankbar. Ich hab gerade gegen die anderen. Ja, alles gut. Ich muss erstmal hier den Skywalker kurz abpflücken. Danke, das war's schon. Ein tapferer Versuch. Ih, die hat diese ekligen. Ich glaube nicht. Ah, hätt's nicht springen sollen, mein Freund, Alter. Tschüss. Nope. RIP! Vader ist einfach so der krasseste Charakter im Spiel, ey. Einfach so Bock. Weil du kommst dir doch einfach vor wie Vader. Das ist halt echt so... Ist halt so schön animiert mit den Bewegungen und so. Das ist der absolute Ober-Bad-Boy. Na, guck mal, da kommt die Discount-Version von mir. Mit Schmalzlocke. Könnt ihr den mal bitte töten? Danke. Was passiert, wenn man Vader auf Wish bestellt, ne? Der wird kein Vater. Greife ich mir. Oh, nicer Roll. Und Luke ist hier. Nein. Kämpf mit mir. Okay, dann habe ich nur gewunken. Bah, RIP. Brenner Vauger, danke für die 100 Bits. Ist der irgendwie mad hier, der Skywalker, oder was? Allerdings leer. Ja, ich seh's, ich seh's. Ich weiß mal nicht, ob ich rankomme, ohne dass ich hier den Skywalker im Genick hab. Ich hab Skywalker hinter dir. Schön. Jawohl, nice. Er lebt ja immer noch. Jetzt ist er tot. Da ist die Leer. Der merkt ja gar nichts hier. Hä? Lol, RIP. Guck mal, der spammt nur rein. Das bringt ja halt hier nichts. Keine Zeit für Höflichkeit. Das ist halt so eine Mischung aus skillbasiert und teambasiert. Ich finde das aber eigentlich ganz cool. Natürlich sind die meisten Runden Clusterfuck. Und ja, viele Helden sind halt unbalanced. Sorry. Wir verteidigen die Range-Helden super. Machen die mega Schaden. Ja, ja. Du, so musst du halt auch spielen. Du musst halt deine Blaster-Helden beschützen. Dann ist das auch cool. Aber die meisten, die Sith oder Jedi spielen, die chargen halt einfach rein. Und dann hast du halt diesen Entenmarsch-Effekt, wo am Ende keiner was reißt. Alles rein, Geschäft. Sind die jetzt gelieft? Ja, einer.
Ach, das ist halt echt das Problem an solchen Matches, Alter. Die Leute, die ganzen Pussys, oh Gott, ich verliere, da gehe ich lieber raus. Statt einfach sich anzustrengen, Alter. Hässliche kleine Kackweine, ehrlich. Wenn du das in so einem großen Battlefield-Match machst, okay, da ist einer mehr oder weniger jetzt nicht das Problem. Aber so ein 4 gegen 4 zu zocken, heißt halt nun mal einfach auch, sich darauf einzustellen, vielleicht zu verlieren. Da muss man durch, ey. Okay. Anakin Skywalker existiert. Dann töten. Das war eine schöne Kombo. Da kommt wieder so ein, wie heißt er? Zum wenigsten Mal Verstärkung. Ach, die haben halt komplett vernichtet, holy shit. Finn. Ist so traurig, dass die Leute die Star Wars Namen nicht mehr wissen, weil die Fame ist so schlecht war. Ja, das sind halt schon Lieblingscharaktere, ne? Wobei ich Finn an sich eigentlich cool finde, aus dem hätte man so viel machen können. Wie denn hier, Alter? Das sind die Furchtbare. Sehr schlau, sich da reinzustellen, Alter, ohne Witz. Die haben das mit dem passiven Weg der Jedi ja doch ein bisschen falsch verstanden, glaube ich. Bats! Ihr könnt euch nicht verstecken. BB-8 gezückt, Alter. Ich hab mich schon gewundert, Alter, was hat mich getan? Ey, der macht richtig Bock. Also, wenn du ein gutes Team hast, macht er richtig Laune. Ja gut, die haben wir gestompt. Ja, das war absolutes Stomping. Ich bin mein Vierter von 8.